Hallo miteinander. Guten Abend. Wir haben ein bisschen Verspätung mit unserem Video. Das hat der einfache Grund, entweder ist sie oder ich auf dem WC. Sie machen den Eindruck, als wollten Sie was loswerden. Ja, ich. Nein, ganz so schlimm ist es nicht gewesen. Aber wir möchten euch gerne mal aufzeigen, was in dieser Zeit passiert ist. Vorweg müssen wir auch sagen, wir sind Loser, gell? Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Eigentlich sind wir ja Gewinnertypen, aber... Ich würde ja gerne so ein paar Kilo verlieren. Aber ich verliere nicht. Ich bin mehr so der Gewinnertyp. Ich glaube, das Programm ist... Das haben wir uns einfacher vorgestellt, wie das war. Ja. Kennst du diese beschissenen Tage? Diese Tage, an denen du dich quälst und es trotzdem nicht schaffst, durchzuziehen, was du dir vorgenommen hast? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach gewesen. Ja. Ja. Sie, jetzt ist es viel stärker. Jetzt ist super. Also das hier, so nebenbei, oh, heben mal. Das sind so, wie sagt man dem? Ja, jetzt ich allein gegessen. Du bist zum Bräuter. Hey, wir haben gesagt, wir sind ehrlich. Okay. Ich habe nur die zwei Kleinen gehabt. Es geht eigentlich um Folgendes. Der Stefan Angern, in dem Interview hat er mir das erklärt, dass er von Amerika etwas gekriegt hat und hat das genommen und hat dann das durchgeputzt, hat mehr Energie gekriegt. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich probiere das. Und meine Vorstellung ist ganz naiv. Es muss auch Pläne geben, nicht? Aber es wäre nicht bei mir. Ah ja, dann nehmen wir das einen Monat lang. Das sind ein paar Pillen und ein paar Drinks. Er hat mir nicht gesagt, was ich muss machen. Er hat gesagt, guck, da hast du, dann mal schauen, kommst du damit klar. Komm so, mach mal Typen, die dich erwischen und dann hast du geschissen. Mach-mal-Typen sind die härtesten. Mach-mal! Was mach-mal? Ich gehe auch nicht auf der Straße zum Urologen und sag mach-mal. Wenn man da schaut. Also, das ist, was man alles einen ganzen Monat lang muss machen. Und das ganze Zeug hat man ja auch dazu gekriegt. Mhm. Oder? Und was ein kleiner Kritikpunkt ist, die Anleitungsvideos, die drin sind, die sind relativ langatmig. Die könnte man kürzer und knackiger machen. Da wird schon irgendwie gehen. Gut. Wir schaffen das. Wir sind nicht so konsequent gewesen. Auch Ernährung hat man ja jetzt gerade gesehen. Also, die Schachteln kommen nicht einfach so. Nein, die sind einfach gelackert. Nur rein hat es noch ein ganzes Zimmer voll. Wow, Alter, volle Ladung. Also, was man auch machen sollte, wenn man so etwas macht, das ist, man muss es ein bisschen planen. Weil wir haben schnellhaft gemerkt, das putzt einem wirklich durch. Also, die ganzen Produkte, die man nimmt, die, ich sage es mal so, wie heisst das? Die Flatulenzfrequenz war erhöht. Da haben wir am Anfang müssen lachen. Ich habe erst einmal gehört, dass eine Frau furzt. Das hat immer geheißen, Frau furzt nicht. Ich will dich gleich nicht erlauben, wenn du so machst. Am Anfang bist du so viel auf das WC und dann hast du durchgefahren, nein, ich muss furzen. Da beißt du nochmal. Ja, genau. Er hat mich gefragt, so, ich bin heim und hat gesagt, hey, nein, jetzt habe ich doch müssen furzen im Wald. Und dann sagt er, ja, und wo ist das Problem? Ich sage, ich habe mich nicht getraut, wenn ich gewusst habe, mit der Drohne-Material. Das und er ganz nicht, wo ist das Problem? Ich kann doch im Wald furzen. Ist nicht so einfach gewesen am Anfang. Ja. Also am Anfang war es wirklich so gewesen. Dann zuerst am Anfang, ich sage mal, tut man in die Lüfte. Und irgendwann weiß ich nicht, kommt ein Material mit oder nicht, da muss man aufpassen. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist dann so, wie sagt man dem so, Lotterie. Es rappelt in der Kiste, ine, mine, mu, und raus bist du.
oder? Ja, und das Ganze war auch eine interessante Farblehre. Ja, sagen wir mal so, außer Rot und Gelb ist keine Farbe dabei gewesen, wenn man auf die WC gegangen ist. Aber es ist alles, wie zu ihr alles gehabt. Blau, Grün, Türkis, Petrol. Ich habe vor allem Grün am Anfang. Ja. Also eben, weil das Material, das man oben reinlackt, hat teilweise unten wieder raus. Und das war wirklich grün gewesen. Das alles sind Wertstoffe. Das war jetzt noch interessant. Ich habe schon gedacht, hätte jemand meinen WC-Stein gewechselt, aber ich war selber gewesen. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Interessant gewesen, ja. Was auch noch positiv ist, ich habe gemerkt, also ich habe 4 Kilo abgenommen. So fett bist du doch gar nicht. Mit der Zeit ist man irgendwie sehr fitter geworden, ohne dass man etwas da hat. Das habe ich so genommen. Wobei am Anfang kommen wir da schnell zu den Vor- und Nachteilen. Da. Die sind hier aufgetragen. Also bessere Belastbarkeit, Ausgleichheit, Stehvermögen und Hochgefühle. Das hat nichts mit der Größe zu tun. Einfach bei YouTube muss man irgendetwas Anständiges nehmen. Ja, wie hast du mit dem Stehvermögen? Wie immer. Gerade aber. Also da, bessere Belastbarkeit. Eure erste Aufgabe ist, mit dem Penis gegen den Bauch zu schlagen. Ich habe das Gefühl, dass ich unbelastbar bin. Also ich merke da nicht den großen Unterschied. Keine Sorgen, Übung macht den Meister. Wenn es zu leicht wird, kann man als Gewicht zum Beispiel im Haushalt ein Handtuch finden oder sogar ein Geschirrtuch, das ein bisschen leichter ist. Wir nehmen Handtuch drüber und erhöhte Konzentrationsfähigkeit, besserer Schlaf und mehr Energie. Besser Schlaf habe ich schon gehabt, aber irgendwie den ganzen Tag. Also ich hätte den ganzen Tag können schlafen. Das ist, kommen wir noch zu den Nachteilen. Also mit der Zeit, man hätte besser können schlafen, also wirklich, du hast ja gesagt, ja. Ins nächste Tag, Punkt. Hey! Und am Morgen bist du dann irgendwann mal erwacht. Ja, und ich habe wieder intensive Träume gehabt. Ich hatte letztens einen feuchten Traum. Also ich habe geträumt, dass ich auf der Toilette sitze und pinkel. So, dass ich morgen noch gewusst habe, was ich träumt habe. Und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, nur der Part mit der Toilette war ein Traum. Wie sind wir denn? Intensive Träume. Ja. Alles klar. Gut. Du. Bessere Verdauung und Fettverbrennung, saures Aufstoßen verschwindet. Da kann ich nicht mitreden. Durch den Magenbypass, den ich habe, habe ich kein saures Aufstoßen mehr. Wie heißt du? Ich habe eigentlich vorher auch keinen von dem her. Ja. Okay. Ist ja nicht neu dazugekommen. Besseres Hautbild, habe ich auch gemerkt, ich bin so weg, Kosili, wie heißt das? Neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Das ist so. Aber du hast auch gesagt, ja. Ja, ich habe da so Hautausschläge gekriegt. Oh Gott! Wahrscheinlich nervlich bedingt, weiß ich auch nicht. Aber die sind jetzt eigentlich super zurück, alles. Alles gut. Ist nur Babybrei. Weiß aber nicht, ob es auch im Eifwässerli liegt. Okay. Aber das kann man gut bestätigen. Und Zellulitis hast ja nur du. Das hier, Fräulein, das bleibt dran! Die glänzenden Ohren hast ja nur du. Ich habe, also die glänzen wie verrückt. Also das ist super. Und stärkere Nägel. Ich kann jetzt nicht gerade Beton kratzen, aber merkst du? Das stimmt. Stärkt das Immunsystem. Ja, bin immer noch nicht krank geworden. Also. Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder? Egal, mit was versifften Typen es man abhängt. Bist du das? Corona? Dann haben wir schwindende Kopfschmerzen und Migräne. Ja, also schwindende ist es ja. Ich habe aber am Anfang eh noch das Gegenteil gehabt. Wirklich so Stechkopfschmerzen. Also so. Wie der Blitz. Weißt du was? Das habe ich vorher da nicht gekannt. Da drinnen sind gerade noch, also wo man am Anfang kann haben, weil das müssen wir auch anschauen. Oder? Hormonbalance und deutliche Dämpfung von Wechseljahrbeschwerden. Da bist du, hast du merkst schon etwas mit deinen Wechseljahrbeschwerden? Du bist bald ein toter Mann. Ich bin auch noch schon mal. Haben sie leider noch nicht hinter mir. Also, wobei,
Du willst jetzt Midlife-Crisis in deinem Alter nicht. Okay, ist das jetzt meine kranke Fantasie oder sieht das so aus, als wäre da ein Schwanz in meinem Oberschenkel? Also, dann haben wir in der ersten Phase können Symptome auftreten, wo sie sich mit fortschreitender Entgiftung verlieren. Das ist zum Beispiel eben Müdigkeit, Schwäche und Kopfschmerzen. Das ist das, was du am Anfang hast. Stechend. Ja. Oder? Aber so schnell wie es kommt, ist es zum Glück auch wieder weg. Nur ich habe Kopfweh gar nicht kennt in dem Sinn. Du warst ein bisschen unangenehm gewesen, eben dauernd müde. Die Luft draußen, oder? Aber ich habe schon das Gefühl, das ist halt der Körper ist am Arbeiten, er muss sich reinigen und alles und setzt halt Sachen ein, wo man sonst im Alter nicht dran denkt. Genau. Von dem her sehr gut möglich. Dann kommen wir da zu unserem Superthema Durchfall, Blähungen und leichte Übelkeit. Also schlecht ist man nie geworden. Ja. Also Durchfall und Blähungen, das hat uns die ganze Zeit begleitet. Ist so Definitionssache. Ja. Hautausschlag, Schweiß und Appetitlosigkeit. Du hast etwas gesagt, weg der Ausdünstigen mal. Ah ja. Wie ist das gegangen? Ja, eben so in den schwierigen Zeiten vermisst man ja die Nähe ein bisschen von den Leuten. Und ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich stinke, weil meine Haut das ausschafft. Oder kann man es einbilden. Und so konnte ich dann durch den Piano hergehen und sagen, schmecke mal, ich habe das Gefühl. Und ich habe so nette Kollegen, die haben alle gesagt, du aber ich kann es nicht sagen, ob es die sind so diskret. Die sind nein, nein. Sehr nett, noch Kollegen. Innen drauf. Ja. Okay. Nochmal zu dem, was wir da alles zu uns genommen haben. Damit ihr versteht, wieso es das Video verspätet hat. Das Ganze braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Nebst dem Kamera aufstellen und all das Zeug, was wir jetzt da gemacht haben und schauen, was wir erzählen und so, haben wir da ein paar Notizen gemacht. Folgendes. Wo fangen wir an? Am Anfang war das Feuer. Ach komm, wir fangen an mit etwas, was gut schmeckt. Oder? Dann nehmen wir hier. Das hier, das ist Matcha-Tee. So sieht das aus. Das ist der Tee, das sind Beutel, die macht man an. Kann man heiß und kalt machen. Und wenn man das so anschaut, dann sieht es nicht so gut aus. Regelmäßigkeit hilft Motivation. Ist aber dafür umso leckerer. Was willst du? Grün oder gelber? Irgendwer. Grün. Gut. Dann ich habe Farbe gewöhnt. Okay. Passt. Das Zeugs muss weg. Gut. Das ist das eine, das schmeckt wirklich gut. Ein Durstlöscher ist es auch. Ja. Oder? Und das zweite ist das da. Das ist Unimate. Das sieht so. Dort ist auch kalt. So aus. Das ist die Schachtel da. Das sind auch dort die Beutel. Das ist wirklich. Alter, volle Ladung. Du hast aber auch Erfahrungen gemacht, wenn du. Wie ist das gegangen? Ja, also es ist so, jetzt gerade in dieser Zeit, wo es so warm war, also bei mir im Büro, sonst war es ja drin auf Regen gewesen, aber ja, man wird ein bisschen schlapp und mit dem Unimate, also es ist so. Ich glaube, ich könnte fliegen. Red Bull auf natürlich, das muss man sagen. Und es schmeckt auch gut, es ist wirklich. Es ist mega lecker, ja. Man merkt auch einfach nachher schon bei den ersten paar Schlücken, man wird so wach. Also so, ja, es gibt einem richtig Power, das ist echt genial. Warten! Ich war aber am Anfang nicht dabei gewesen, das haben wir bestellt, gell? Also das du? Das ist erst noch, also noch eine, während der Kur rausgekommen. Ja. Und da habe ich das beim Stefan Giocana habe gesagt, ich will das auch mal probieren. Und das ist wirklich. Es schmeckt du gut. Das ist also super. Ein Durstlöscher und wie sagt man dem, es bloß Lachmacher. Hirnwindiger Durst. Yeah! Prost, du mal. Nebst dem müssen wir das gute Zeug kein. We do have one more thing. Haben wir noch anderes gutes Zeug gehabt. Das ist der Shake da. Das ist Nahrungsergänzung. Was gut ist, also ich hatte das Gefühl, wenn du so einen getrunken hast, hast du nachher fast keinen Hunger mehr. Ja. Und es schmeckt wirklich gut. C'est
Très délicieux. Ja, so spricht Paris. Wer ist das? Das ist eine Stadt. Du hast nicht das Gefühl, du trinkst schon Chemie. Ja, das ist mir vor allem sehr wichtig gewesen. Wir haben jetzt den mit Vanillegeschmack. Es gibt auch noch andere Geschmacksrichtungen, aber wir haben jetzt den ausprobiert und es ist wirklich, es schmeckt einfach nicht chemisch. Ach so, ja, habe ich auch schon mal gehört. Auch konsistent ist sehr fein. Also es ist nicht so pulverig, wie man es sonst kennt. Und es ist wirklich... Es ist echt gut trinkbar. Also, ja. Und auch geschmacklich genial. Ja. Es ist so, ja. Das ist nicht der richtige Shake. Mir kommt so vor wie so eine Art Milch, die Geschmack hat. Ja, das kann man schon sagen. Es ist auch nicht dickflüssig. Aber ist jetzt du ohne mich zu Mittag gegessen? Endlich gibt's was zu futtern. Hurra, ich habe Riesenhunger. Hunger. Früher hat er noch gekocht, oder? Das ist ja schon wieder vorbei. Hunger. Du, das Programm ist durch. Und was wir auch noch müssen... Du bist wieder durchgekocht. Nein, was man auch muss sagen ist, das müssen wir ehrlich sagen, wir haben nicht den ganzen Monat durchgeschafft. Hat einen einfachen Grund. Wir sind keine Loser. Ich bin noch weg eine Woche, du auch, und dann hat das Ganze ein bisschen Disziplin nachgelassen. Überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Es ist dann schwierig gewesen, wie gesagt, wenn man irgendwo Termin hat, irgendwo weggeht, oder je nachdem, da muss man sich gut überlegen, zum Vornherein, tut man das jetzt machen oder nicht. Und wenn irgendwo eine Woche unterwegs bist, egal wo in der... Ja, in so einem Ausland kannst du ja nicht von Raststätte zu Raststätte gehen, weil du nicht sicher bist, ob du mal einen fahren lassen musst oder nicht, oder? Und darum haben wir dort dann auch ein bisschen Break gemacht. Du Loser! Wir sind keine Loser! Also, die Vorbereitung ist eigentlich wichtig und man muss wissen, ich kann das dann durchziehen und wenn es mal etwas ein kleiner, wie sagt man, einen Unterbruch gibt, ist es nicht so schlimm. Genau! Man darf es nicht in einem... vollbesetzten Terminkalender machen oder so irgendeiner Art. Ja, und auch die Ernährungstipps, die einem mitgegeben werden, die aber auch sogar auf der Homepage ein paar drauf sind, das ist noch lässig, muss schon ein bisschen planen. Weil einfach gerade so, wir haben dann so gedacht, was essen wir jetzt? Hast du schon mal sowas gegessen? Pfui, Deile, werd mich hüten. Ess doch keine Briketts. Trink und Shake haben wir auch gegessen. Es ist, wie du sagst, ich denke, man muss sich da ein bisschen Gedanken darüber machen und nicht einfach voll gleich einsteigen. Nicht so naiv wie mir. Wir sind keine Loser. Aber du, wir haben das Beste gegeben. Dann haben wir da noch ein Rest-Dings von unseren Kapseln, die vom Morgen und vom Abend. Am Morgen haben wir sie eigentlich immer genommen. Ja. Weil die sind dann neben der Kaffeemaschine gestanden, für mich zur Erinnerung. Das Problem ist am Abend Aloe Vera. Es hat irgendwie niemand mit der Aloe Vera ins Bett. Wenn wir was machen, dann nur gemeinsam, oder? Und morgen kommst du wach. Vergessen. Sollen wir es küssen? Nein. Oha. Also für alle, die so einen Denkanstoss brauchen oder wie sagen wir dem, Hilfe auf das Nachttisch stellen. Das hilft. Oder gerade auf den Kopf küssen, dass man mit dem Kopf da drauf ist. Das ist etwas für mich. Auf das Kopf dass sie in der Nacht selbst vom Leigen reinwandern, wenn die drei so. Genau, ja. Dann haben wir noch. Etwas, wo ich sage es nicht gern, das schmeckt einfach. Alles gut. Ist nur Babybrei. Das ist das hier. Habe ich vorher gerade angemacht. Und ich habe das gerade vorher schon gemerkt, das kann man nicht in ein Glas abfüllen. Wir müssen das mal auf die Seite stellen. Und zwar geht es um Folgendes. Da. Das Ganze muss man relativ schnell trinken. Nicht relativ. Schnell. Weil, wir haben dem immer gesagt, das ist unser Beton. Oder wir haben jetzt morgen Beton, oder? Beton, ja. Wobei, das ist wichtig. Reinigt den Darm aktiv, aktiviert die Darmflora, stärkt das Immunsystem, macht alles andere auch. Du das? Corona? Aber, darum, das ist eigentlich wichtig. Das Problem ist, die Konsistenz, wenn man es, jetzt haben wir da vielleicht eine Viertelstunde oder so, wenn man da zu lange wartet, dann kann man den nicht mehr einfach, das ist nicht einmal mehr zähflüssig.
voll peinlich, ey. Hier. Kriegst du das hin? Da musst du hoch sein, ne? Darum haben wir dem eben Beton gesagt, weil wenn du betonierst, dann ist es noch flüssig. Und je nach Zeugs, was rein tun, ist es. Weißt du, was das ist? Das ist. Mm. Lecker, lecker. Das ist das da. Das Zeugs ist. Probieren wir mal. Boy. Also, ihr seht. Ich glaube, draußen noch ein Mürli. Hier. Kriegst du das hin? Warte mal schnell, das kriegen wir schon her. Okay, also ihr habt gesehen, das Ganze ist... Hey, aber das ist brutal. Ich schneide so ein bisschen raus. Das fordert natürlich auch, dementsprechend ist man auch relativ satt. Es ist wirklich, es ist nicht super zum Nähen. Da muss man schnell umschalten, damit ihr das da seht. Also da drinnen, da ist, ah, genau, da ist eine Spirale. Das, nicht, dass ihr das Gefühl, also das ist wirklich schon bald stichfest. Sagen wir, hebt das schon. Nein, das noch nicht. Ist noch nicht ganz stichfest, aber man muss es relativ schnell trinken, weil sonst ist denn das so wie in einem Müsli. Dieses Bild ist ein Hilfeschrei. Aber das hat der Stefan mir auch gesagt. Und sonst tut man einfach mit mehr Wasser noch nicht. Aber das ist die Originalmischung, die man muss haben, um das aufzubereiten. Und sonst einfach mit mehr Wasser. Ja, also es ist wirklich auch das Wichtigste für den Start im Tag, mit den Produkten, die drin sind. Ich habe es einfach einmal nur halb so viel genommen und ganz, 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 ganz schnell getrunken. Sagen Kessel! Dann ist es gegangen. Also, sobald man zu lange wartet, ist es... Okay. Man muss auf den Shaker zwei Löffel nehmen. Und ich habe es so gemacht, ich habe mal einen rein getan, ein bisschen weniger Wasser rein bis da. Der ist relativ flüssig gewesen. Und dann habe ich noch einmal einen gekriegt. Aber das Problem ist, die Konsistenz und das schmeckt nicht schlecht, aber es ist ja so. Mm. Lecker, lecker. Wenn es nicht schmeckt, ist es gesund. Sagen wir es ja. Gut, das andere schmeckt dafür wieder, ist auch gesund. Also. Ja, also es ist ja nicht grusig in dem Sinn, es ist einfach eine komische Konsistenz, wo wir uns nicht gewöhnt sind. Brenner hat er noch gekocht, oder? Das ist ja schon wieder vorbei. Du hast ihn gekocht für dich, da hast du es mir. Okay. Ja, das ist dann lieb. Also, zum Fazit von dem ganzen, von dieser ganzen Testerei ist es so, ist eine super Sache. Man muss es planen und man darf nicht so schwach sein wie wir. Und man muss ein bisschen mehr Disziplin haben als wir. Wir sind keine Loser. Aber da, wenn wir mit der, ich sage einmal, naive Einstellung schon gemerkt haben, dass etwas funktioniert, dann denke ich mal, kann es jeder für sich selber auch ausprobieren und machen. Damit ihr das kaufen könnt, das habe ich bis jetzt auch nicht genannt, weil ich das nicht in dem Sinn verkaufen, vertreiben, was auch immer. Das ist unter swissshape.ch. Ich tue das einblenden und ich bin... Was bin ich? Coach. Ich habe sogar eine Nummer gekriegt. Also. Was hast du eine Nummer gekriegt? Ich habe eine Nummer gekriegt. Für das Video. Willst du eine Nummer schieben? Nein, also ja. Ja, eine Nummer. Nein. Er ruft das Träume wieder intensiv von dem. Dieses Bild ist ein Hilfeschrei. Ich habe eine Nummer gekriegt. Ja, nein, das ist eine große Nummer. Ach ja. Ich mach dich heute reich. Falls ihr euch entschließen, um das
kaufen. Dann könnt ihr die Nummer, die tun ich jetzt so einblenden. Aber beim Coach, irgendwo mit der Lage, könnt ihr Nummern angeben. Und dann kriege ich vielleicht Provision, keine Ahnung wie viel. Warte, ich hatte 5 Euro auf dem Konto, bei mir läuft. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Aktueller Kontostand. Die Schlange hinter mir so. Das muss jeder für sich selber wissen, ob man das machen will. Ich finde, nach dem, was man heutzutage alles zusammen in sich reinstopft, ist nicht schlecht, wenn man einmal so etwas macht. Und helfen tut sicher. Mhm. Was ich noch mit dem Coach für Swiss Shape angeschaut habe, war, könnte man jetzt das nochmal machen, so falls ich mal einen Anfall von Seriosität hätte. So blöd kann keiner sein! Und zwar kann man das immer machen, weil es ist alles natürlich. Dann mach doch deinen Scheiß! Es ist nicht wie Medikamente, Abführmittel oder sonstiges Zeug, es ist alles natürliche Produkt. Von dem her eben einfach auch nicht schädlich. Vollidiot! Muss es ja nicht was fressen! Friss, was du willst! Ja. Also, falls wir wieder mal einen Anfall haben, muss es noch mal probieren. Dann darfst du mal so eine Videodokumentation einfach, wenn ihr dann merkt, dass man die ganze Zeit, ich muss schnell weg, dann weiß man, man ist wieder. Wir haben es wieder probiert. Genau, aber es ist ein gutes Produkt, sehr empfehlenswert. Der Rest ist wie immer Geschmackssache. Und Disziplinsache. Und sag doch einfach aua. Gell? Und da mir halt in Gottes Namen. Wir sind keine Loser. Sie sind leer. Ja, jetzt sind sie sind leer, aber wir haben noch eine aufbewahren als Erinnerung. An die schönen Zeiten. Ja, an die schönen Zeiten unserer Disziplinlosigkeit. Ja, das ist eigentlich unser Mahnmal, kann man sagen. Aber gut, du hast es, hat Spass gemacht, auch wir haben viel zu lachen gehabt. Eben vor allem in der Flatulenzfrequenzzeit und es hat schon Spass gemacht. Ja, wir haben es lustig gehabt, auch immer zueinander wieder daran erinnern. Hast du heute den Beton schon gehabt und so Gespräche sind dann auch mal gefallen. Ja. Es ist echt noch lustig gewesen, wohl. In dem Fall danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spass. Und wenn ihr das Video auf irgendeine oder andere Art liken, danke vielmals. Wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder. Wenn wir irgendetwas anderes testen, könnte man eigentlich machen, so Serien, oder? Schreiben einfach mal irgendwo in Kommentar. Wir müssen noch Gage vom Testhund dann abmachen. Der hat ja nichts tun. Der kann immer noch betteln. Und jetzt nicht. Jetzt ist er. Das ist gesund. Nein, aber das wäre doch mal etwas. Könnt ihr mal in den Kommentar reinschreiben, was man noch testen könnte. Oder? Wir machen alles. Du machst alles. Ja, ich kenne nichts. Ich bin. Ich bin da die seriöse Disziplinlosigkeit. Für eine Nummer mache ich alles. Sie haben es gehört. Die persönliche Handynummer tut ihr dann auch gleich einblenden. Ja, klar. In dem Fall, danke für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß. Wir sehen uns wieder. Tschüss zusammen. Tschüss. Ich habe fertig.